Hallo liebe Hungrige, wir machen heute Mini-Spiegeleier. Die Idee kursiert ja seit einer Weile im Netz. Und zwar ganz ohne Wachteln strapazieren zu müssen. Verwenden dafür nämlich ganz normale Hühnereier. Mini-Spiegeleier, wozu denn das? Höre ich da manche oder manchen fragen. Und ja, es ist wahrscheinlich nicht die allersinnvollste Beschäftigung, aber es ist originell. Bietet sich übrigens auch super fürs Raclette an und ist ganz schnell vorbereitet. Denn wir brauchen ja dafür lediglich die Eier und diese frosten wir nun ein und das sollte so in ca. 4 Stunden erledigt sein, wer Zeit hat, über Nacht. Und wenn es schneller gehen soll, lasst natürlich die Verpackung weg, denn die schützt ja eher vor Kälte. So, und danach nehmen wir sie raus und um danach die Eier überhaupt schälen zu können, halten wir sie kurz unter leicht lauwarmes Wasser. Und kurz bedeutet, und ich habe mehrfach getestet, ca. 20 Sekunden bei leicht lauwarmer Wassertemperatur. Und leicht lauwarm bedeutet so 30, 32 Grad. Denn wir empfinden eben nicht 37 Grad, also Körpertemperatur, als neutral, wie ja eigentlich zu erwarten wäre, sondern eher so 26, 27 Grad. Deswegen lauwarm, also leicht über 30. So, damit wäre am letzten Tag des Jahres auch der Bildungsauftrag erfüllt. Und wenn wir nun die Eier von der Schale befreien, können wir feststellen, dass dies erstens relativ leicht von der Hand geht und zweitens das Ei aber eine feste Konsistenz hat und genauso wollen wir es. Und nun brauchen wir ein Messer und zwar wirklich ein möglichst scharfes Messer und damit schneiden wir nun die Eier in dünne Scheiben, also ca. 3-4 mm dick und müssen anschließend nichts weiter tun, als diese Scheiben dann in einer Pfanne zu braten. Ich habe ein bisschen Öl reingegeben, mittlere Temperatur und wir können sehen, dass in der Pfanne nun tatsächlich kleine, also Mini-Spiegeleier entstehen und vor sich hin brutzeln. Wer möchte, kann die auch noch wenden, ich mache das nicht. Und natürlich können sie auch, so wie die großen Vorbilder, mit Pfeffer, Salz oder Paprika gewürzt werden, ganz wie ihr möchtet. Und wenn sie dann fertig, also ausreichend für unseren Geschmack gebraten sind, nehmen wir sie halt heraus und bestücken die Pfanne neu. Und womit ich euch auf mögliche Fehler hinweisen möchte, wenn wir die Eier zu lange unter das Wasser halten, und hier ist mir das eben passiert, sieht so aus, das Ei also nicht mehr ausreichend fest und die geschnittenen Scheiben, da nimmt eher eine Schlabbermasse. Wie gesagt, funktioniert auch wunderbar im Raclette und das haben ja sicherlich einige von euch heute mal wieder hervorgekramt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Vor- und Zubereitung dieser originellen Eiervariante, eine tolle Silvesterparty und fürs neue Jahr eiserne Gesundheit und an jedem Tag ein bisschen Glück. Und natürlich recht guten Appetit. Und falls ihr mal schauen möchtet, wie man ganz originell Eiweiß und Eigelb voneinander trennen kann, ist übrigens ein uraltes Video von mir, oder mit den Eiern vielleicht lieber ein ganz raffiniertes Omelette zubereiten möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.